Willkommen bei Octopus. Dies ist unser Tutorial für die Wiederbefüllung der drei Farbpatrone für Epson TMC 3400 Labeldrucker. Für unseren Befüllvorschlag benötigen Sie die hier zu sehenden Materialien. Bei uns erhalten Sie einen für diesen Patronentyp passenden Chipresetter, entsprechend hochwertige pigmentierte Druckertinte, Riefelspritzen und das zum Patronentyp passende Riefeltool. Zusätzlich zu dem reinen Nachfüllprozess möchten wir Ihnen in diesem Tutorial auch den Aufbau und die Funktionsweise dieser Epson-Patrone erläutern. Dieses Hintergrundwissen erachten wir als hilfreich und Sie arbeiten anschließend sicherer beim Nachfüllen dieser Tintenpatrone. Die runden Tintenauslässe befinden sich horizontal nebeneinander angeordnet und sind auf dem Patronengehäuse entsprechend ihrer Tintenfarbe mit Buchstaben markiert. Die Patrone verfügt über einen eigenen Resttintenbehälter. Der Zugang dazu befindet sich im unteren Bereich der Gehäuseseite mit den Tintenauslässen. Auf der Ecke des Gehäuseseitenteils befindet sich der Tintenchip dieser Patrone. Dieses wichtige Bauteil ist auch von Epson selbst mit der Warnung markiert, von Berührungen möglichst abzusehen. Um Zugang zum Patroneninnenleben zu erhalten, haben wir das Patronenetikett umlaufend an den Gehäusekanten durchschnitten. Dies ermöglicht es, die Gehäuseteile voneinander zu trennen. Nach Lösen der hinteren Haltenasen kann das obere Gehäuseteil abgenommen werden, indem man den hinteren Bereich anhebt. Zur Verdeutlichung sehen Sie hier nochmals die Positionierung der hinteren Haltenasen an der oberen Gehäusehälfte und die Einrastpunkte an der unteren Gehäusehälfte. Im geschlossenen Gehäusezustand sieht man die Haltenasen bei Aufsicht auf den hinteren Teil der unteren Patronenseite. Für das Lösen der Halterungen verwenden wir einen kleinen, flachen Schraubendreher. Mit dessen Hilfe drücken wir jede Nase vorsichtig nach innen und anschließend nach unten. Im unteren Gehäuseteil können Sie klar den darin befindlichen Resttintenschwamm erkennen. Nun richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das obere Gehäuseteil. Hier wird ersichtlich, dass Epson für die Lagerung der pigmentierten Tinten innerhalb der Patrone ganz einfache Beutel aus einem stabilen Folienmaterial verwendet. Die Tintenbeutel sind mit einem Ring des jeweiligen Tintenauslasses in dem Außengehäuse fest eingehängt. Vor den Tintenanschlüssen der Beutel befindet sich ein Tropfschutz aus Schwammmaterial. Dieser kann ganz einfach abgenommen werden. Die Tintenanschlüsse sind mit einer runden Gummidichtung und einem Federventil ausgestattet. Die Tintenbeutel können für die Entleerung bzw. Wiederbefüllung einfach aus dem Gehäuse herausgehoben werden. Und so sieht dann ein Tintenbeutel in der Detailansicht aus. Wichtig für das Wiedereinsetzen des Beutels in das Patronengehäuse ist die Beachtung der Anordnung der kurzen und der langen Seite neben dem Tintenauslass. Jetzt entfernen wir die Druckertinte aus dem Tintenbeutel. Zu diesem Zweck haben wir ein Riefeltool auf die passende Riefelspritze aufgesetzt. Die Spitze des Tools wird vorsichtig in den Tintenauslass des Tintenbeutels hereingedrückt und öffnet somit das Ventil in diesem Auslass. Die Tinte kann bei geöffnetem Verschluss dann vorsichtig aus dem Beutel herausgezogen werden. Die aus dem Beutel entfernte Tinte geben wir zur späteren Wiederverwendung in ein Aufbewahrungsgefäß. Wir ziehen so lange die Tinte ab, bis der Beutel komplett leer ist. Warum zeigen wir Ihnen überhaupt das Abziehen der Tinte? Bei einer in Ihrem Epson-Labeldrucker leer gemeldeten Tintenpatrone ist in jedem Tintenbeutel eine unbekannte Menge Resttinte enthalten. Diese Resttinte muss vor dem Nachfüllen der Patrone komplett entfernt werden. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die richtige Menge Nachfülltinte auch tatsächlich wieder in den Beutel hereinpasst. Das Entfernen der Resttinte und das anschließende Wiedereinfüllen der Nachfülltinte ist auch möglich, wenn der Tintenbeutel im Gehäuse der Tintenpatrone eingesetzt ist. Auch bei dieser Vorgehensweise drücken wir das Riefeltool vorsichtig in den Tintenauslass des Tintenbeutels herein und ziehen bei geöffnetem Tintenventil die enthaltene Resttinte bzw. Druckertinte komplett aus dem Beutel ab. Woran merken Sie denn nun im eingebauten Zustand des Beutels, dass Sie den Beutel komplett entleert haben? Der Beutel ist komplett leer, sobald keine weitere Tinte aus dem Beutel herausgezogen werden kann und Sie auch den Kolben der Spritze nicht weiter herausziehen können. Auch im Fall der hier gezeigten pigmentierten Cyan-Druckertinte geben wir die abgezogene Tinte in ein Aufbewahrungsgefäß. Diese Tinte kann später zur Wiederbefüllung auch wiederverwendet werden.
Aus dem gelben Tintenbeutel und dem Cyan-Tintenbeutel haben wir einmal im ausgebauten Zustand und einmal im eingebauten Zustand etwas mehr als 25 ml Nachfülltinte abziehen können. Dies führt uns nun unweigerlich zu der Frage, was ist denn nun die richtige Menge Nachfülltinte pro Tintenbeutel? Von Epson wird die originale Tintenfüllmenge mit 78,9 ml pro Patrone angegeben. Daraus ergibt sich eine Menge von 26 ml Nachfülltinte pro Beutel. Jetzt kommen wir zum Nachfüllen der Tintenpatrone für den Epson TMC 3400 im klassischen Sinne. Unser Tintenbeutel ist komplett leer. Wir haben 26 ml passende pigmentierte Nachfülltinte in einem Aufbewahrungsbehälter und teilen diese Menge Nachfülltinte auf mehrere Aufzüge unserer Refillspritze. Wir drücken das Refill-Tool vorsichtig in den Tintenauslass des Tintenbeutels und öffnen damit den Verschluss und geben die Nachfülltinte vorsichtig in den Tintenbeutel. Bitte achten Sie darauf, keine Luft aus der Spritze in den Tintenbeutel hineinzudrücken. Warum demonstrieren wir Ihnen überhaupt den Unterschied Befüllung im eingebauten Zustand des Beutels und Befüllung bei ausgebautem Tintenbeutel? Nur im auseinandergebauten Zustand der Patrone können Sie auch den Resttintenschwamm dieser Patrone kontrollieren. Nach der mehrfachen Wiederbefüllung der Epson-Tintenpatrone wird der Resttintenschwamm so mit Tinte gesättigt sein, dass er keine weitere Resttinte mehr aufnehmen kann. Liegt dieser Fall vor, können Sie den vollen Tintenschwamm durch ein anderes saugfähiges Material ersetzen. Der Vollständigkeit halber demonstrieren wir Ihnen hier selbstverständlich auch noch die Wiederbefüllung des Cyan-Tintenbeutels im eingebauten Zustand. Da wir auch diesen Beutel zuvor komplett von Tinte und Luft entleert haben, wissen wir, dass wir die Menge Nachfülltinte von 26 ml sicher in diesen Beutel wieder einfüllen können. Bitte achten Sie beim Einfüllen der Tinte immer darauf, keine Luft in den Tintenbeutel mit hineinzudrücken. Ob Sie die Wiederbefüllung der Patrone im auseinandergebauten Zustand vornehmen oder im original zusammengebauten Zustand, obliegt ganz Ihren Vorlieben. Ab und zu sollten Sie die Patrone bei einer Wiederbefüllung jedoch auseinanderbauen, um den Resttintenschwamm auf seine noch vorhandene Kapazität kontrollieren zu können. Die Patrone ist jetzt komplett wieder mit allen Tintenbeuteln bestückt und das Patronenhäuse geschlossen. Jetzt gilt es noch, den letzten wichtigen Schritt der Wiederbefüllung vorzunehmen, und hier kommt der eingangs erwähnte, auf den Patronentyp programmierte Chipresetter zum Einsatz. Der Chipresetter hat zwei Reihen Reset-Pins, eine Reihe mit 4 Stiften und eine Reihe mit 3 Stiften. Der Gegenpart dazu befindet sich auf dem Tintenchip auf der Tintenpatrone. Dieser Chip verfügt ebenfalls über eine Reihe mit 4 Kontaktpunkten und eine Reihe mit 3 Kontaktpunkten. Bitte positionieren Sie den Resetter hier, wie im Video zu sehen. Das stellt sicher, dass die richtige Anzahl Pins auf die richtige Anzahl Kontaktpunkte trifft. Der Reset des Chips beginnt, sobald der Kontakt zwischen Resetter und Chip hergestellt ist. Die Sequenz ist erfolgreich abgeschlossen, sobald die LED am Resetter grün leuchtet. Für eine realistische Demonstration des Resets haben wir hier mal die ungeschnittene Version unseres Resets verwendet. Sie sehen, dass auch wir mehr als einen Versuch brauchen, um den Reset erfolgreich abschließen zu können. Mit dem grün aufleuchtenden LED am Resetende ist diese Tintenpatrone nun komplett wiederbefüllt. Das heißt, der Chip ist auf den Füllstatus voll zurückgesetzt und in den Tintenbeuteln befindet sich die richtige Menge Nachfülltinte. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass unser Tutorial die eine oder andere nützliche Information für Sie zur Verfügung stellt. Wenn dem so ist, freuen wir uns über Ihre positive Bewertung und freuen uns natürlich auch über Fragen und Anregungen. Nutzen Sie einfach dazu die Kommentarfunktion unterhalb des Videos.